Hallo Linda. Hi. Ich habe mich sehr auf diesen Tag gefreut. Ja, ich mich auch. Ich finde das ja toll, dass du mir endlich die zweite Chance gibst. Mhm. Hartnäckigkeit zahlt sich aus. Auf jeden Fall bei dir. Bei mir? Ja. Ja, bei dir. Man muss dranbleiben. Ja. Man muss zeigen, wie der Hase läuft. Wir haben eine Mission heute. Ja. Denn du hast an deinem wunderschönen Motorrad eine Husqvarna FE 501. Keine Spiegel. Das geht natürlich nicht, das ist nicht legal und deswegen? Ja, deswegen kaufen wir heute neue Spiegel. Was ist das hier? Das ist mein Hasi-Rucksack. Dein Hasi-Rucksack? Ja. Mhm. Was hast du da so drin? Fahrzeugschein, Tempos. Ich habe ein kleines Geschenk für dich. Du hast ein Geschenk für mich? Ja. Nein. Also, Weihnachtsgeschenk. Ein Weihnachtsgeschenk. Weil wir uns eigentlich an Weihnachten treffen wollten. Oh mein Gott, hey, wie süß bist du denn? Ja. Echt, das ist wirklich für mich? Für dich. Wir haben zwar kein Weihnachten mehr, aber... Danke. Du hast sogar hier so Sticker drauf gemacht. Ja, siehst du, ne? Oh, lass mal. Ja, aber das war ja Absicht mit dem Haar, oder? Die persönliche Note. Ja. Ich habe auch jetzt seit neuestem so einen abnehmbaren Kennzeichenhalter. Zeig mal. Na, der ist noch nicht so... Ich krieg den noch nicht so ganz ab. Du kriegst den nicht ab, den abnehmbaren Kennzeichenhalter? Okay. Ah. Geil, oder? Boah. Also wenn ich du wäre, dann würde ich so eine Runde durch Dortmund fahren. So. Nee, lieber nicht. Ah, bist einfach Profi. Ich glaube, ich habe heute auf jeden Fall das leisere Motorrad. Das kratzt jetzt schon ein bisschen an meinem Ego, aber ich stehe da drüber. Es ist okay. Ist okay. Ist ausnahmsweise okay, ja. Jetzt geht's echt los, ey. Wir haben unser erstes Date. Ich meine, Treffen. Richtig. Ist ja kein Date. Also jetzt legit, wie oft wurdest du in dem Outfit, so wie du jetzt gerade rumfährst, schon von Typen nach deiner Nummer gefragt? Komm, sag mal, jetzt Real Talk. Jetzt Real Talk? Real Talk. Wirklich ehrlich, ehrlich? Ja, ehrlich, ehrlich. Ja, ich glaube jetzt nicht so oft. Echt nicht? Also meinst du jetzt so auf der Straße hier so random? Ja, so zum Beispiel an der Ampel, so guck, ich fahr jetzt so neben dich und dann so, hey yo, Schnitte, schon belegt. Nee, gar nicht. Wird nur so geguckt, die sind halt alle zu schüchtern, ne? Der Einzige, der nicht so schüchtern ist, ist halt du, ne? Was ist das jetzt für eine Anspielung? Ja, du hast mich dreist nach meiner Nummer gefragt. Hey, ich hab dich doch nicht nach deiner Nummer gefragt. Wann denn das? Kann mich ja nicht dran erinnern. Wallah, Krise! Ja, guck mal, das spricht doch auch für mich. Die anderen haben nicht die Eier, dich anzureden, weil die Angst vorm Hasen haben. Und ich sag so, ey, ich gehe all in. Ich frag sie jetzt direkt. Give me your number. Schön, dass wir so gute Bekannte geworden sind, ne? Wie nennt man das eigentlich? Was meinst du jetzt konkret? Was wir sind? Ja. Ich würde sagen, angehendes Pärchen. Was? Du so pink, ich neongelb. Du Supermoto, ich Supermoto. Ja, sticht sich eigentlich die Farbe, oder? Also ich würde eher sagen, die Farben ergänzen sich. Ey, guck mal, hier ist JP-Performance, ne? Hier? Hast du gesehen? Hä, da war ich noch nie. Lass da mal hin. Ja. Alter, genau. Hier ist irgendwas Abgebranntes, keine Ahnung, was das ist. Die haben sogar die Autos zugedeckt. Was ist das denn? Warum? Weiß ich nicht. Samstag, 11.30 Uhr bis 20 Uhr. Verstehe ich nicht. Eigentlich müssten die offen haben. Ich war da tatsächlich auch noch nicht drin. Fürs nächste Date, ich meine Treffen. Ja, Treffen. Um unsere Beziehung zu festigen. Ja, die Bekanntenbeziehung. Wie alt bist du eigentlich nochmal? 19. Noch 10 drauf. 10 drauf? Ja, safe. Wie, was safe? Linda, pass mal auf. Bei Männern ist das so wie mit gutem Wein. Je reifer der Wein ist, desto besser, weißt du? Die meisten Frauen stehen auf ältere Typen. Ja, natürlich. Es ist einfach Fact. Du bist jetzt 21. Ja. Ja, guck mal, pass auf. Ich 29, du 21. Wenn ich das meinen Brüdern erzähle, ne? Finden die gut oder schlecht? Also, wäre nicht so gut eigentlich. Warum? Hä? Sag ich so, hey, hier, bin der David. I take care of Linda. Aha. Und dann läuft der Hase. Ist doch besser als so einen jungen Burschen, der nicht mal ein Wort aus dem Mund bekommt. Du bist sehr selbstbewusst, ne? Ja, sehr. Ja. Weißt du eigentlich jetzt den Weg oder fahren wir die ganze Zeit hier planlos durch die Stadt? Nee, also wir müssen Richtung, kennst du Dortmund Nordstadt eigentlich so von Erzählungen? Nö. Also so mit das assigste Viertel in der ganzen Gegend so. Ah super, und da fahren wir jetzt hin? Ja, genau. Abends ist schon so mit Drogen und so bestimmt, ja. Ich werde auf dich aufpassen. Ah, das ist nett. Weißt du, wenn ich einer anpacken will? Hey! Verpiss dich. So. Weißt du? Und dann zieht er auch direkt Leine. Und wenn nicht, dann halte ich den Hasen so hin. Pass auf. Wenn du jetzt nicht sofort deine hässliche Visage hier vom Acker machst, dann wird dich dieser Hase angreifen und zerfetzen. Was willst du da noch sagen? Da hast du ja keine Argumente mehr. Was ging denn jetzt mit ihm ab? Es war gerade grün. Vor einer Sekunde. Ich schwör's dir, wir fahren die ganze Zeit im Kreis.
glaube, gleich irgendwann ist es soweit. Ich spüre das ein bisschen. Das kommt mir ein bisschen bekannt vor. Ja, also ich glaube, so langsam müssen wir vielleicht doch das Navi haben, oder? Ich hab's dir gesagt. Ich habe gesagt, wir fahren die ganze Zeit im Kreis. 7 Minuten, das geht doch. Aber dann müssen wir erstmal kurz über die Fußgängerampel schieben. Aber das ist ja kein Problem, oder? Nö, nee, ist kein Problem. Also ich wäre auch gefahren. Ja, du bist aber auch eine Draufgängerin mit deinem Hasen da. Komm, Linda, let's go. Komm, 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 komm. Er ist nicht so arm, einfach mit frisch Wein. Was? Ja, ich glaube, ich weiß jetzt ungefähr, wo wir sind. Ich glaube dir kein Wort. Ich kenne diese Waschdingsbums da. Hier rechts? Ist geradeaus? Rechts? Achso. Das kannst du nicht ernst meinen. Scheiße. Linda, es ist ein wundervoller Tag hier mit dir. Dortmund auf dem Motorrad, auch wenn es ein bisschen windig ist. Ja. Jetzt ein paar Wölkchen am Himmel sind, aber ich genieße das wirklich sehr. Wirklich? Ja. Ja, ich mit dir auch. Oh, war die Ampel gerade grün? Ja, wir haben es verschlafen. Das lag daran, dass ich nur Augen für dich hatte. Selbst eine grüne Ampel konnte meine Aufmerksamkeit nicht ablenken. Oh. Boah, guck mal. Hä? Hä? Was ist das denn? Was machen die? Boah. Alter. Ja klar, gerne. Ich arbeite hier auch zufällig. Wir sind zufällig heute hier. Okay. Bitte. Madame, darf ich bitten? Thanks. You? Das bin ich. Hi, David. Mann, siehst echt gut aus. Guck mal, das sind die teuren Shinjo. Zeig mal, hatte ich die? Ja, genau, die hatte ich auch. Ja? Aber die sind abgebrochen bei dir. Ja, das ist abgebrochen. Ja, genau, bei mir auch. Beide Seiten. Also es wird wieder passieren, ne? Just saying. Nein. Ja, doch. Sag das nicht. Ja, aber guck mal, bei dir ist das passiert und bei mir ist das passiert. Dann ist doch logisch, dass das wieder passiert. Aber guck mal, bei mir ist es nur passiert, weil die Motorbolzen locker waren und das Motorrad so stark vibriert hat. Sonst ist nie was passiert. Wir sprechen uns, wenn sie abgebrochen sind. Okay. Das ist eine illegale Versammlung hier und die wird jetzt aufgelöst. Es ist kein angemeldetes Event. Ganz langsam los. Oh! Also das ist Erwin, das ist Presley. Sind das so bescheuerte Namen? Ja. Hoffentlich nennst du deine Kinder nicht irgendwann so. Nein, David. So. Was? Den das Zeigefinger ist, so? Das ist neue Herz. Früher hat man so gemacht? Ja. Heute macht man so. Was ist das denn eine Scheiße? Wie soll denn das funktionieren? Hä? Ist mir zu kompliziert. Echt? Ja. Ich wollte einmal jetzt ein Herz machen. Ja, okay, dann komm, dann machen wir jetzt ein Herz. Hä? Unnormal gut. Ja. Weißt du warum? Ja. Weil ich das gerade gefühlt habe. Ich habe dich angeschaut und dann... Und dann kam es einfach so. Ja. Was wolltest du gerade sagen? Ja, ob du Haare flechten kannst. Was? Was für Haare flechten? Ich komme da echt schlecht drauf. Wie sehe ich denn aus? Kannst du es nicht? Keine Ahnung. Nee, überhaupt nicht. Oder kannst du die so reinstopfen? Ja, reinstopfen kann ich. Professioneller Stopfer. Ich würde sagen, habe ich gut gestopft. Bitte nicht auf dem Gehweg parken. Oh, scheiße. Ja, aber ist das der Gehweg? Nö, oder? So. Guck mal, der wäre doch was für dich, Linda, oder? Ey, David, wirklich ohne Spaß. Mein Traumauto ist tatsächlich VW Beetle. Das wusste ich, weil wir haben diese Connection. Das ist jetzt echt erstaunlich, dass du das jetzt sagst, ne? Ist das der Auspuff? Nein, laber doch keinen Scheiß. Das ist der Auspuff, Linda. Hat er auf der anderen Seite auch welche? Hier auch. Guck das an. Kein Scheiß. Cool, kommen da dann so Flammen raus? Ja, safe. 100%. Das ist ja geil. Anzeige. David, Mensch, ich bin ja ganz beeindruckt. War gut, ja? Sehr schön. Hey, das war JP. In was für einem Auto denn? In einem VW. Servus. Danke. Hi, David. Freut mich. Hi, Linda. Ja, du hattest ja auch mal ein Motorrad, oder? Ist schon ein bisschen was her, aber ich kann mich noch dran erinnern. Ich glaube, eine... Ja? Ich baue die gerade neu auf, oder mach die gerade neu. Mehr eins. Also ich fahre jetzt nicht sowas. Ich bin früher eine LC4. 640, quasi der Vorgänger von der 690. Genau. Eine Seite Auspuff. Ja. Bis dann. Tschüss. Was sind da eigentlich für Mädels ausgestiegen? Die waren ziemlich hot. Oh, aber wo? Sowas von? Oder? Ja, voll. Wheelie-Strecke. Jetzt du, Linda. Okay, warte. Oh nee, ich trau mich nicht. Geil. Weißt du, was wir jetzt machen? Nee. Wir machen jetzt Wheelies zusammen. Halt den Kopf oben.
Süß, ne? Ja. Du hast es ja schon mal gemacht, ne? Ja. Aber schon länger her? Schon länger her. Aber du vertraust mir. Ja. Super, ja. Wird immer besser, Linda. Pass auf, ich erzähle dir jetzt eine Story. Ich war schon mal zu dritt im Wheelie mit Flo auf dem Motorrad. Das werde ich nie wieder machen. Warum mache ich das? Oh Gott! Oh! Aber bleib schön auf den Rasten, ne? Nicht runterrutschen. Okay, ich gebe mein Bestes. Okay. Ja. Okay. Siehst du, das einfach nur mit Bremse. Jetzt Bremse, ja. Bremse. Okay. Oh mein Gott. Scheiße, ey. Und wie geht's dir jetzt so nach der Wheelie-Fahrt? Es war echt nicht so schlimm, wie ich dachte. Ist das Vertrauen zwischen uns? Das war ein großes Vertrauen, ja. Würde ich nicht bei jedem machen. Wirklich? Also nur weil so ich so weiß, okay, die fahren echt gut und so, ne? Weil ich habe echt Angst, mich zu legen. Also würdest du jetzt behaupten, dass ich echt gut fahre? Würde ich behaupten, ja. Okay, wollen wir eine Verabschiedung machen? Sollen wir so einen Bodycheck machen? Ein was? So einen Bodycheck. Aber müssen wir so? Okay, bereit? Okay. Okay. 3, 2, 1 und. Oh. Du musst richtig springen. Echt? Ja, jetzt? Ja, komm. Ich flieg gleich noch dahin. Quatsch, ich fang dich. Okay? Okay. Okay, 3, 2, 1 und go. Ich fang dich. So, Freunde, kleiner Szenenwechsel, denn ich bin ja bald 1 Monat in Florida und ich werde 1 Monat mein Baby, also nicht nur mein Motorrad, sondern auch Lotussi, nicht mehr sehen. Und deswegen dachte ich, hole ich den einfach nochmal raus und wir erfreuen uns gemeinsam an diesem wunderschönen Anblick und Sound. Natürlich werde ich ihn gleich auch anmachen. Oh. Seid ihr bereit? 3, 2, 1. Oh oh. Oh nein, Digga. Oh nein, Digga. Verfickte Scheiße. Sag mir jetzt nicht, die fucking Batterie ist leer. Oh nein, Digga. Scheiße, ey, das kann nicht wahr sein. Hallöchen. Es könnte sein, dass ich gerade mit dem Lotus mitten auf dem Sprödentalplatz stehe und die Batterie tot ist. Und es könnte sein, dass du jetzt zufälligerweise Starthilfe brauchst. Ja, das wäre echt geil. Ich komme hier nicht weg. Danke schon mal, bis gleich. Yannick ist jetzt gekommen. Yannick, bist ein Ehrenmann. Du hast kein Starthilfekabel. Nein, wofür denn? Ich habe mir extra Neuwagen gekauft, damit ich das nicht brauche. Deswegen müssen wir jetzt schieben. Ja. Ich wollte doch nur einen Soundcheck machen. Ich bin mir gerade fast über den Fuß gefahren. Kannst du jetzt so während des Rollens einsteigen? Ich versuch's. Es geht nicht. Dann lass mal krachen. Let's go, Yannick. Let's go. Tempo, Tempo, Tempo. Okay, Achtung. Ja! Yeah! Yeah! Digga, First try, Digga. Ungelogen, ich hätte nicht erwartet, dass das instant klappt. Ich auch nicht, aber ich hab's gehofft. Ich hab so geschoben, ich hab gedacht, boah, bitte, mehr schaffe ich nicht. Es reicht nur für einen Versuch. Wer braucht den ADAC, wenn man gute Freunde hat? Oh. Kann ich dir was Gutes tun gleich? Möchtest du einen Keks haben? Dich nie wieder anrufen. Perfekt, Deal.